Hallo liebe Freunde, willkommen bei Martens TV-Blog. Ich bin heute hier in Friedrichshain, genau gesagt, wie man noch hinter mir sieht, an der Warschauer Brücke im Astra Kulturhaus. Dort wird heute die Newcomer-Szene wieder aufgelebt oder belebt, besser gesagt, denn heute findet das Deutschlandfinale zum Emergencer Bandwettbewerb statt. Was genau das ist und was sich dahinter verbirgt, das seht ihr jetzt in diesem kleinen Beitrag. Über 700 Bands spielen auf den großen Livebühnen oder auch in Clubs oder Cafés. Egal ob Rock, Metal oder Jazz, jede Newcomer-Band kann sich bewerben. Emergenza kommt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie Notstand. Was eigentlich auf dem Emergenza Festival passiert und wie das genau abläuft, das hat mir mal der Fido erklärt. Ja, das ist der größte internationale Contest für Newcomer und da gibt es eben für Bands die Möglichkeit, in den besten Bühnen der Stadt sich zu präsentieren, live zu präsentieren und vor einem großen Publikum zu spielen. Das geht los mit Vorrunden. Hier in Berlin ist das zum Beispiel im Lido, die Vorrunden, oder im Postbahnhof. Dann geht es weiter mit Semifinale im SO36 und Finale dann hier im Astra Kulturhaus. Und das geht sogar noch weiter bis zum Weltfinale beim Taubertal Open Air. Das ist dann wirklich so, dass da dann die beste Band der Welt gekürt wird. Doch bevor es soweit ist und die Bands im großen Weltfinale spielen können, müssen sie mehrere Vorentscheide überstehen. Denn man will ja sowohl die Jury als auch das Publikum überzeugen. Im Regionalfinale gibt es noch eine Publikumsabstimmung. Da läuft so, nach jeder Band fragen wir das Publikum, ob es gefallen hat. Das ist eine offene Abstimmung, das heißt, jeder kann mehrmals am Abend für verschiedene Bands stimmen. Die heben dann die Hand, denen es gefallen hat, und dann zählen wir durch. Und am Ende des Abends wissen wir, welche 5 Bands die meisten Stimmen hatten. Und diese 5 Bands kommen in die Jurywertung. Das heißt, die Jury hat sich für alle Bands Notizen gemacht natürlich und entscheidet dann, weil unter diesen 5 Bands mit den meisten Stimmen, frei die Platzierung. Und sagt dann, okay, heute 1. Platz, 2. Platz und so weiter. Schwierig wird es vor allem dann, wenn man die Bands beurteilen soll. Und das macht unter anderem der Chris. Er ist der Sänger der Band Five Bucks und erklärt mir, worauf es ankommt. Das sind, wenn ich jetzt mal recht überlege, sind also Komposition, dann die Stimme, dann die, also wie die Band an sich wirkt, dann unter anderem auch noch das Interagieren mit dem Publikum und halt noch ein Punkt, der mir jetzt nicht einfällt, aber im gewissen Sinne ist es halt immer so, dass man halt als Musiker habe halt viele Bands schon gesehen. Ich weiß halt, wie man wirkt, ob man unsicher ist, ob man sein Instrument beherrscht, ob man mit dem Publikum gut kann, ob man, sage ich mal, gesangliche Ausbildung hat und sowas. Sowas spricht halt alles irgendwie, sind halt Faktoren, die ansprechen. Und von daher bewertet man halt in diese Richtung von 1 bis 10. Wenn man den guten alten Rock aus den 60er Jahren mag, dann kommt man an dieser Band nicht vorbei. Die Melos hat mir verraten, warum sie genau diese Art von Musik mag. Weiß nicht, ich kann mich mit dieser Musik einfach mal ein bisschen identifizieren, was heute läuft. So, das ist manchmal Müll, manchmal auch großartiger Shit so und ja, also einfach die. Und ich spiele Bass. So, und ich spiele Bass und das ist nochmal ein bisschen was anderes als auf dem Synthesizer drücken und genau. Dann im Computer noch ein bisschen variieren so und ich mein, einfach so nehmen, wie es ist. So. Es kann doch nicht sein, dass jemand mit einem MacBook auf die Bühne kommt und noch einer Sängerin und dann da Mucke machen soll. Das ist ja, scheiße. Wie diese Hip-Hopper so von ja, und Casino. Apropos Hip-Hop, der darf natürlich auch nicht fehlen auf so einem großen Festival. Und deshalb habe ich mich mal mit Danger und Kasim getroffen, die mir ein bisschen was von sich, ihrer Herkunft und ihrer Musik erzählen. Beiden kommen nämlich gar nicht ursprünglich aus Berlin. Wir kommen ja aus einer Gegend, hast du nicht viele Möglichkeiten. Aus welcher Gegend kommt ihr denn? Wir kommen ursprünglich aus Frankfurt-Oder.
Das ist kurz vor der deutschen Grenze, also jetzt aus polnischer Sicht. Und da hast du nicht viele Möglichkeiten. Entweder du wirst Fliesenleger oder du machst Gangster-Rap. Mit ihrer Musik und ihren Texten wollen sie natürlich auch aus ihrem Leben berichten. Mittelstandsthemen. Wir sind Mittelstandskinder. Wir haben Luxusprobleme und die verarbeiten wir in unseren Texten. Also es ist auf jeden Fall wichtig, so eine Probleme auch irgendwie irgendwo unterzubringen, also irgendwie ein Ventil zu finden. Ne? Was sind denn das jetzt? Jetzt hört sich das so, du hast das so lax erzählt, so Luxusprobleme. Ich jetzt als jemand, als ein Student zum Beispiel, der nebenbei ein bisschen arbeiten geht, kann sich jetzt nicht so wirklich was darunter vorstellen. Was sind denn Luxusprobleme? Ja, Luxusprobleme sind zum Beispiel, dass man studieren kann und meckert, dass man arbeiten gehen muss nebenbei. Ich habe ja nicht gemeckert. Nee, aber ich zum Beispiel, ich habe immer gemeckert. Das ist ein Luxusproblem. Dann unser Album heißt ja, wenn ich betrunken bin, ist auch ein Luxusproblem. Was da passieren kann, wenn man betrunken ist. Was passieren kann, wenn man betrunken ist, und zwar nicht, weil man keinen anderen Ausweg hat, sondern einfach, weil ihm langweilig ist. Natürlich ist es dann halt so, als Jurymitglied, auch wenn man jetzt, sag ich, Rockmusiker ist oder was auch immer, ist es halt wichtig, dass man halt das außen vor lässt, aber dann trotzdem neutral bewerten kann. Dafür braucht man halt ein großes Spektrum an Bands und Musik, die man schon gehört hat, vorweg. Aber ich denke, das ist gut. Auf so einer Veranstaltung darf natürlich die gute Laune auch nicht fehlen, denn es ist für jeden was dabei. Und wenn ich euer Interesse geweckt habe und ihr mehr über diese Veranstaltung wissen wollt, dann klickt euch rein auf www.emmagenzerfestival.de, bewerbt euch, vielleicht rockt auch ihr nächstes Jahr die Halle und wir sehen euch im Emmagenzer Weltfinale. Ja, ich bin auf jeden Fall total müde, ey, nach so einem langen Abend, nach so vielen Bands, die man gehört hat, kann man einfach nur fertig sein. Ich habe keine Ahnung, wie das die Juryleute denn alles so hinter sich bringen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich will jetzt nach Hause in mein Bett. Und damit verabschiede ich mich von hier, vom Emmagenzer Deutschlandfinale und sage Tschüss. Macht's gut und eine gute Nacht.